Hallo und herzlich willkommen zu Elena hat ein neues Hobby entdeckt, Vorproduzieren. Ja, ich kann es jetzt nicht mehr erwarten, obwohl es, glaube ich, noch heute ist Mittwoch und es ist jetzt das 7. Ich habe bis zum 16. noch und 2 im Sinn, hoffe ich. Ja, ich glaube, es sind noch ein paar Videos. Ich wollte intelligent wirken. Das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Also, was hat sich bei mir getan während der letzten Wochen und wie ging es mir so? Also, Sommer war es, es war hell und so bin ich aufgestanden und bin erstmal erschöpft gewesen von der Sonne. Dann bin ich ins Bett gegangen und habe dort dann erschöpft geschlafen wegen Overlord. Der hat da so eine Pappe, Mama. Jetzt lass den an seiner Pappe knappen. Das ist gerade sein Lebensglück, weil er glaubt, die kämpft gegen ihn. Dabei ist sein eigenes Körpergewicht, das die Pappe runterdrückt. Aber das müssen wir ihm ja jetzt nicht sagen. Also, auf jeden Fall, es war bitter und zwar nicht unbedingt einfach. Außerdem haben wir immer noch den irrsinnigen Nachbarn. Und ich zeige diesmal echt in die Richtung, in der er wohnt. mit seiner alten Kettensäge. Oh, der sägt echt die ganze Zeit. Also der hat, glaube ich, eine Woche nicht gesägt. Aber der hat vom Punkt, wo ich die Videos Vorproduktion fertig hatte, bis jetzt, wo ich gerade mein erstes im August aufgenommenes Video aufnehme, durchgehend immer gesägt. Und das Ding ist, er sägt bei Regen, bei Schnee, bei Sonne, bei Wind. Der ist schlimmer als Drei-Wetter-Taft. Darum nenne ich ihn auch inzwischen unseren Drei-Wetter-Taft-Nachbarn. Ja, was hat sich noch getan? Mein Papa hat sich ein neues Auto zugelegt, einen Skoda Yeti. Seitdem er den hat, mache ich immer gern den Witz, mein Vater fährt im Suff. Oder mein Vater sieht einen Yeti. Ja, also ich muss sagen, ich mag das neue Auto total gerne. Das ist so schön geräumig und man hat da wirklich, ja, Platz. Und ist schon ein tolles Auto. Vor allem toll ist, wenn man den iPod in ansteckt und Papa Musik hören lässt, dann merkt Papa nicht gleich, dass es parallel mein iPod auflädt. Ja, ist also praktisch für mich mit 50% ins Auto reingehen und mit 100 wieder ankommen. Ja, was hat sich noch getan? Was hat sich getan? Die Zeit ist so lange, deswegen ist schon das so verwirrt. Ich habe es Nähen gerade für mich entdeckt. Ich bin gerade total die... Es ist immer noch seine Pappe, wirklich. Er pappt da. Mein Pappenheimer pappt. Du pappst ihm gleich eine. Das ist wirklich... Ja, ich habe gerade das Nähen für mich entdeckt. Ich bin gerade ultra begeistert vom Flickenkissen nähen. Ich könnte jetzt aufstehen und welche holen, aber ich kann auch, wenn du willst, einfach Leo schnell die Pappe wegnehmen und ihm dann 2-3 Kissen holen. Wäre das für dich eine tolle Idee? Okay, ich mache ganz kurz Pause und hole ein paar Kissen und eigentlich geht es darum, der Mama es leichter zu machen, indem ich dem Hasen die Pappe stehle. Die Pappe, die ihn so freut. Bis gleich. Gut, jetzt müsst ihr weiterlaufen. Ja, das da ist eins. Das war so ganz... das war eigentlich Reste verarbeiten, um ehrlich zu sein. Da hatte ich die 2 Stücke übrig und habe die dann zusammen genäht. So. Mein erstes Flicken war das da. Das habe ich recht groß. Und ja, ist halt recht groß geworden. Und auch recht flauschig. Ja, hier und da mal flauschig, da ein bisschen weniger flauschig. Ihr wisst schon. Erste Versuche halt. Das ist dann das zweite. Ist ein bisschen schief geworden. Hier, wer ich merkt, man sieht auch eine Entwicklung an meinem Hobby. Also hier habe ich so eine kleine Tasche aus Versehen reingenäht. Und das da war das dritte. Damals hatte ich es noch so ein bisschen mit Wendel-Ding, weil ich gedacht habe, man sollte von allen Seiten was haben. Oh, ich muss euch sagen, ganz ehrlich, also den Stoff mag ich sehr gerne. Das da ist mein absoluter Lieblingsstoff.
Den da mag ich auch sehr gerne. Den da. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Und den da. Und natürlich den da. Den da finde ich gräuslich im Nachhinein. Damit habe ich mir auch meine Nadel voll kaputt gemacht. Das ist echt doof gelaufen. Von dem habe ich noch so ein Riesenstück übrig. Ihr glaubt es mir nicht. Ich glaube es ja selber nicht, wie riesig das Stück noch ist. Ja gut. Wenn man es nicht mag, benutzt man es selten und dann bleibt auch immer viel mehr übrig. So, dann habe ich hier so ein paar Mini-Flicken gemacht. Die sind aber recht neu. Ebenfalls so Reste-Dinger. Von jedem bleibt ja ein Rest übrig meistens. Und oh, ich könnte jetzt. Wenn ich das jetzt mache, schreit mich meine Mutter von der Küche aus an. Nee, das lassen wir mal lieber. Ich wollte gerade die Kisten schmeißen, Mama. So aufs Sofa. Dann das da, ist dann das da. Dann haben wir hier nochmal ein etwas größeres. Boah. Ja, die rutschen. Die Flicken verschwinden. Dann haben wir hier so eins. So. Mein Arm liegt gut. Das muss ich schon sagen. Also so rein vom Liegen her ist toll. Ja, dann habe ich mich an eine neue Herausforderung versucht, nämlich ich habe Decken versucht. Und da habe ich jetzt. Und die hier. Und Vorsicht, gleich bin ich weg, weil die ist größer. Die hier. So. Und mein Lieblingskissen, mein Schachmuster mit dem blauen in der Mitte ist das da. So, jetzt haben wir das durch. Ich habe euch alle meine bisher gemachten Flickenkissen gezeigt. Im Moment arbeite ich an einem neuen, aber das ist noch nicht fertig. Deswegen kann ich euch da noch nicht viel zeigen. Ja, was haben wir noch gemacht? Was ist noch passiert die letzten Monate? Nachdem ich angefangen habe, ja, euch meine Lebensgeschichte zu erzählen, ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen, nämlich, dass ich bisher sehr wenig so für mich gemacht habe. Also klingt jetzt voll komisch, weil ich eigentlich ein Ego bin, aber ich habe so wenig gemacht im Sinne von mal einfach das Leben leben, im Sinne von auch was zu erleben, indem man, auch wenn man nicht viel erlebt, einfach mal die Welt wirklich wahrnimmt. Und das habe ich jetzt, nachdem ich dann das Video beendet habe und dann etwas eine Erleichterung bei mir war. Entschuldigt, dass ich so blöd da hocke, aber ich muss versuchen, diese Kissen da irgendwie zusammenzuhalten. Habe ich ja angefangen, das dann für mich so zu entdecken und versuche das jetzt gerade so ein bisschen zu leben. Mal nicht zu leben für das, was kommen könnte oder das, was war, sondern zu leben für das, was gerade ist. Und ja, ich merke schon einen Unterschied. Ich bin genervter von unserem Nachbarn, weil der ist jetzt leider immer wieder da. Und meine Mutter sagt schon, ich hätte, es wäre so ein Thema, was mich dauer beschäftigen würde. Aber ist ja auch schwieriger, wenn man direkt mit dem Schlafzimmer zu der Richtung liegt und man noch immer müde ist von letzten Monat und man Schlaf nachholen müsste, aber es nicht kann, weil es ständig laut ist. Hä? Ja, toll. Und wie soll ich Schlafzimmer tauschen? Wo soll man hingehen? Soll ich in das Bett gehen, wo tausend Kuscheltiere und vielleicht wieder Spinnen von der Decke kommen? Nee, vergiss es. Und in das andere Schlafzimmer, da liegt tausend Zeug drumherum. Weißt, das kommen wir jetzt nicht damit. Gut, entschuldigt. Das ist so ein kleines Streitthema bei uns. Das ist so ein bisschen eine vorbelastete Geschichte. Ja, ich habe eine neue Serie entdeckt, die nennt sich Catfish. Da bin ich gerade total verrückt danach. Die ist auf MTV und in ihrer Mediathek. Stand jetzt gerade bin ich bei der vorletzten Folge der zweiten Staffel. Und ja, ist gerade ganz spannend. Und was kann ich noch erzählen? Leo. Da kann man auch ein kleines Update geben. Dem geht es hervorragend. Der hat diesen Sommer tatsächlich das erste Mal Melone gefressen. Erst habe ich versucht mit Honigmelone. Das fand er aber total eklig. Dann haben wir es mit Wassermelone probiert. Die fand er dann super. Aber da hatte ich dann ein Problem damit, weil er ständig die Schale gefressen hat. Der hat die, also nicht nur das Rote gefressen, nein, er hat auch noch die grüne Schale drumherum gefressen. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das so gut finde. Ja. Meine Mom ist immer noch meine Mom, soweit ich weiß.
Dem geht es auch so weit so gut wie es ihm halt gehen kann zurzeit. Der hat es immer so mit der Wärme, das ist nicht so gut fürs Rheuma, glaube ich. Dann, und dieses Warm-Kalte, das geht vollkommen auf die Glieder und dann hat er so ein bisschen Problematiken und dann kann er nicht so gut laufen. Also, aber für die Verhältnisse geht es ihm recht gut. Ich habe mir erst gestern ein neues Portemonnaie gekauft, weil ich. Warum eigentlich? Reich wirken will. Du Mama, um reich zu wirken, müsste was im Portemonnaie drin sein. Ja, aber auf jeden Fall, ich kann es euch zeigen, wenn ich es denn erwische. So, und jetzt haben wir wieder schlechten Content von Elena. Weil sie sich. Oh, guck mal, jetzt habe ich es praktisch. Nein, ich bin zu weit. Vergesst es. Wir haben nichts von dem Portemonnaie gehört. Es gibt nichts zum Sehen. Ja, das ist eigentlich alles so auf die Schnelle, was ich euch so erzählen kann, was gerade bei mir los ist. Ich wünsche euch jetzt. Ja, gut, der ganze Juli fast. Also die erste Zeit vom Juli war ich fix und alle wegen den Albträumen. Da konnte ich so gut wie nicht schlafen und dann war ich immer so furchtbar zickig, auch gegenüber meinen Eltern. Und dann am 23. hat es dann auch noch ein Feuerwerk gegeben, wo dann bei mir dann ein Traumaschub ausgelöst hat. Und der Traumaschub hat dann wieder ein Overload ausgelöst. Und dadurch war ich dann eigentlich praktisch den Rest vom Juli sprachlos. Und da ging echt gar nichts. Und dann noch ein Teil vom August. Also ich glaube, wie lange kann ich jetzt ungefähr sprechen? Wir haben heute den. 5 Tage müsste es sein, also so zwischen 2. und 3. August kam dann die Sprache wieder. Ja, hat mich schon ganz schön ordentlich weggenüschelt, sage ich da mal. Mich hat's weggenüschelt. So. Klingt schön irgendwie, wenn man so sagt, das Wort. Ah ja, Wort. Das Wort des Monats Juli war bei mir Uppe. Das habe ich irgendwo gehört und habe es dann total toll gefunden und habe es irgendwie überall benutzt bei jeder Gelegenheit. Der Juli war bei mir nix für Umme. Es war eigentlich alles in allem, muss ich sagen, nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Klar, entschuldige die Wortwahl, aber es war scheiße. Das ist immer so. So ist halt der Juli. Der Juli ist der schlechteste Monat des Jahres. Aber. Nach jedem schlechten Monat kommen auch wieder gute. Ist das nicht total versöhnlich? Mann, bin ich gut. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, tschüss.